Oh mein Gott, hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Video und heute haben wir ein bisschen musikalische Unterstützung von diesen Kerlen hier. Die sind hier so am Musik produzieren und wir können natürlich auch sagen, halt die Fresse, dann haben wir nur den coolen Beat im Hintergrund. Der ist irgendwie leiser, der letzte Ton. Auf jeden Fall können wir jetzt hier zum Beispiel mal shuffeln. Hört sich doof an. Nochmal. Ja, auf jeden Fall ändert sich quasi immer die Position von diesen ganzen Kerlen hier. Wir können quasi einfach den Knopf drücken, um sie zu shuffeln. Aber das ging ganz normal mit einem Dings-Command. Ich habe gerade das Gefühl, ich glaube, ja, der kann ja nie da landen. Das heißt, wir müssen eigentlich eins überspringen. Das ist aber irgendwie doof, weil dann passt das nicht mehr. Dann ist es nur noch ein... Ja, muss ich noch irgendwas überlegen mit dem Shuffle-Befehl auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das quasi so ein, naja, automatischer Musikmixer quasi. Und der soll quasi die Musik im Hintergrund hier so sein, wenn man hier am Spielen ist. Dum, 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 dum. Und diese nervigen Töne, da werden noch ein bisschen ersetzt, wahrscheinlich durch einen anderen Ton. Quasi werde diesen Hafenton nehmen und ihn selber irgendwie mit einem richtigen Ton ersetzen, so einen angenehmeren. Und den dann quasi, der pitcht sich, der dann automatisch. Und dann kann ich den einfach so in einem Resource Pack ersetzen. Das wird ganz cool, mit dem eigenen Sound so. Ja, und da kann man auf jeden Fall was mit anstellen, rein theoretisch. Und da stelle ich mir auf jeden Fall was Cooles mit vor. Ja, und generell, also wenn das dann irgendwie irgendwelche anderen Töne sind, dann ist es schon mal ganz cool. Dann hat man, das Coole ist, man wird dann so ein Item in der Hand haben, wo man einfach die Musik an und aus und beziehungsweise shuffeln kann. Aber ich find diesen coolen Beat im Hintergrund voll cool. Vielleicht kann man auch einfach sagen, dass man den Beat ausschalten will. Sowas in der Art auf jeden Fall. Ja, das war quasi so das, was ich jetzt gerade so für die Map geplant habe. Wenn ihr das lustig finden solltet, schreibt es in die Kommentare. Die Idee ist von Seth Bling. Er hat aber leider nicht erklärt, wie es funktioniert. Ich habe mir einfach mal angeschaut, wie eine pentatonische Tonleiter aussieht. Und dann habe ich geguckt, okay, das sind die Noten E, F, A und H, also B. Also B und ist im Deutschen ein H. Und habe ich einfach geguckt, da habe ich so eine Minecraft-Seite und da kann ich dann so gucken, okay, welche Pitch-Töne hat das quasi. Ist einfach in der Minecraft-Wiki steht da so, Pitch, zum Beispiel F ist dann der Pitch 0,5, brauchen wir jetzt aber nicht. Sowas in der Art zum Beispiel. Und so kann man dann quasi rausfinden, welchen Ton man braucht. Und ja, wenn ihr das interessant findet, schaut es euch einfach mal an, ich packe euch die Links in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das selber ausprobieren. Ich habe das Ganze mit einem PlaySound-Command gemacht. Einfach PlaySound. Und diese Slimes von sich aus setzen einfach irgendeinen Block, also einen Redstone-Block da unten. Und der wird danach auch wieder direkt auf 0 gesetzt. Irgendwo da. Da. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Ich finde es lustig. Kann natürlich ein bisschen nervig werden, deswegen kann man hier auch einfach sagen: Shut up. Dann sind alle da drin. Ja, okay, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann ciao. Diese Minecraft-Seite ist echt praktisch. Ich pack's euch rein. Bis dann. Fuck. Tschüss.